Moinsen Leute, was geht? Hier ist der Toki, willkommen zum Video. Die ersten zwei Trailer vom neuen Battlefield 2042 sind ja endlich rausgekommen und beide sind aus meiner Sicht extrem geil. Ich habe auf beide auch reacted, das könnt ihr euch hier nochmal anschauen. Und auch bei der Community sind die beiden Trailer extrem gut angekommen. Da gibt es einen richtigen Hype, extrem viele Kommentare, extrem viele Likes und auch jeder große YouTuber hat gesagt, das BF, das könnte mal wieder richtig geil werden. Und damit haben sie ja auch vollkommen recht. Man sollte bloß nicht das Ganze überhypen und dabei gar keine Kritik mehr formulieren. Ja Leute, ich muss leider diesen kleinen Spielverderber machen. Es geht nicht anders. Dementsprechend kommen nun die Dinge, wovon ich befürchte, dass sie im nächsten Battlefield nicht besonders gut werden. Zunächst einmal wird das Waffenbalancing ein ganz, ganz großes Thema im nächsten Battlefield werden. Denn man hat aus meiner Sicht die etwas unglückliche Entscheidung getroffen, dass man egal welchen dieser neuen Spezialisten man spielt oder egal welche Klasse, obwohl ich noch gar nicht sicher bin, ob es jetzt wirklich Klassen gibt, nagelt mich nicht darauf fest. Auf jeden Fall kann man als jeder Spieler jede Waffe spielen, egal welches Equipment man dabei hat. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig zu balancen, bis hin zu gar nicht zu balancen. Und das wird dazu führen, dass wir höchstwahrscheinlich Warzone-Verhältnisse im Battlefield bekommen. Sprich, es gibt immer je nach momentanem Patch 2 bis 3 Waffen, die extrem gut sind, die Meta sind und mit denen werden dann auch, sagen wir mal, mindestens die Hälfte aller Spieler auf den Servern rumlaufen. Weil es gibt ja kaum Anreize, eine andere Waffe zu spielen. Früher im Battlefield 5 war es ja noch so, dass man jetzt dann als Sunny zum Beispiel nur MPs spielen konnte oder maximal diese Close Range Sniper. Und wenn man halt den Medic dann trotzdem spielen wollte, musste man sich auf eine dieser Waffen einlassen. Das ging gar nicht anders. Jetzt in dem Spiel, man nimmt halt ein Sturmgewehr mit oder nimmt halt einen Sniper mit oder was weiß ich. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig zu balancen und ist aus meiner Sicht der komplett falsche Weg. Aber sie scheinen das unbedingt machen zu wollen. Erschwerend hinzu kommt jetzt noch, dass man wohl offensichtlich seine Waffen auf dem Spielfeld noch verändern kann. Das wurde ja im Gameplay-Trailer schon ganz offensichtlich und breit gezeigt. Und das macht das Waffenbalancing nochmal schlechter, weil jetzt brauche ich ja nicht mal mehr beim Spawn so großartige Gedanken machen. Was tue ich da drauf? Mache ich sie eher auf eine Close-Range-Waffe oder mache ich sie eher mehr auf eine Long-Range-Waffe? Nein, ich kann das stattdessen jetzt wunderbar auf dem Schlachtfeld ändern. Das heißt, ich kann meine Waffe ganz individuell auf die Bedürfnisse, die gerade ich habe, auf dem Schlachtfeld anpassen und muss mir gar keine Gedanken vorher darüber machen. Das heißt, die Waffen werden mehr zu Allroundern, die einfach überall funktionieren. Also, Leute, das kann aus meiner Sicht nicht richtig funktionieren und wird es auch nicht. Es wird auf eine Meta von 2-3 Waffen hinaus laufen. Das Spiel könnte extrem chaotisch werden, das sieht man relativ gut auch im Gameplay-Trailer. Natürlich ist der auch recht, naja, schnell geschnitten und ist auf Action gemacht, schon klar. Nichtsdestotrotz, da sieht man, ist die Übersicht eine schwierige Sache. Gerade bei 128 Mann, dementsprechend auch mehr Fahrzeugen, da gibt es so viele Quellen, wovon du bekämpft werden kannst. Das ist schon allein relativ schwierig, das im Auge zu behalten. Dazu noch die Revolution-Momente. Schon allein dieser Sandsturm wird eine komplette Eskalation, wenn man sieht, was der da alles anrichtet, was da alles dann rumfliegt und vor allen Dingen, wie er die Vision beeinträchtigt. Also da ist so viel Sand dann in deiner Fresse, zumindest in diesem Gameplay-Trailer, dass du da echt nicht mehr weit sehen kannst. Also das wird wirklich anstrengend auf Dauer. Ich hoffe, dass sie diesen Sandsturm nicht so oft einsetzen, weil sicherlich, das ist auch geil, aber irgendwann ist es einfach nur noch anstrengend. Hinzu kommt dann auch diese komplett misslungene Minimap. Ich meine ganz ehrlich, Leute, was ist das denn? Das ist wirklich alles nur nicht übersichtlich. Das Ding irgendwie in ganz komischen Farben gehalten, so weiß und obendrein leuchtet sie dann auch so blöd, wenn man auf einem Punkt drauf ist. Also daran müssen sie aus meiner Sicht auf jeden Fall noch was machen, denn so ist das Ding relativ scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Na gut, es ist nur eine Alpha, da kann sich schon noch was ändern, aber nichtsdestotrotz, das wird nicht dazu beitragen, dass man da wesentlich mehr die Übersicht hält. Natürlich gibt es noch andere Dinge, die wir jetzt noch nicht wissen, wie ist das Spotting, wann sieht man Gegner auf der Minimap, zum Beispiel auch wenn sie schießen oder tut man das nicht. Das sind alles Dinge, die wir noch herausfinden müssen, die man erst noch sehen wird, wenn es dann auch wirklich mal Live-Gameplay gibt. Aber insgesamt könnte das wirklich ganz anstrengend werden, das Spiel, weil man einfach keine Übersicht halten kann, wo sind die Gegner, wo sind sie nicht. Das wird eine ganz schwierige Sache. Ja, im Multiplayer von 2042 wird es Bots geben, zum Auffüllen der Server. Das ist bereits bestätigt. Und davon halte ich gelinde gesagt rein gar nichts. Denn Bots haben nichts, auch wirklich überhaupt nichts, in einem Multiplayer-Match zu suchen. Nichts.
Ja, ich weiß, es gibt zum Beispiel CSGO, da wird das gemacht, wenn ein Spieler lief, dann kriegt das eine Team ein Bot als kleinen Ausgleich, sage ich jetzt mal. Aber das ist nun mal ein E-Sport Competitive Game. Da will man eben den Nachteil für das eine Team ein bisschen geringer halten. Battlefield ist kein Competitive Game, Battlefield ist ein Public Game. Und ich weiß nicht, was es bringen soll, wenn ich dann plötzlich gegen 60 Bots fast spiele. Nur damit der Server irgendwann mal voll wird. Ich meine, hallo, Warzone hat 150 Spieler und die schaffen es auch, ihre Server zu füllen. Da wird das ja in Battlefield ja hoffentlich auch schaffen. Stellt euch mal vor, dann seht ihr im Serverbrowser so, oh geil, 128 Mann, der Server ist voll. Joint drauf und seht, wow, da sind aber jetzt 60 Bots mit dabei. Da fühlt ihr euch ja irgendwie ein bisschen verarscht. Also ich zumindest, weil ich möchte gegen Menschen spielen und nicht gegen irgendeine definitiv sehr unintelligente künstliche KI. Dazu werden ja dadurch auch extrem die Stats entwertet. Wenn wirklich so ein Bot in diesem Fall wie ein menschlicher Spieler fungiert und dementsprechend auch ein Abschuss für dich bedeutet, wenn du den abknallst, dann kannst du deine ganze KD an so großen Bot-Matches, ich sag jetzt mal, boosten. Man kann sich natürlich auch darüber streiten, wie wichtig solche Stats überhaupt sind. Ich habe darüber auch mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch hier anschauen. Aber sie komplett zu entwerten mit sowas, das erscheint mir wirklich übertrieben, weil man möchte ja schon ungefähr schauen, wie gut bin ich, wo stehe ich, verbessere ich mich, und das kann man nicht mehr, wenn man einfach dauernd diese Bots da mit dabei hat. Ob das Ganze nun so kommt, das werden wir spätestens bei Release sehen. Momentan ist das Spiel ja noch in einer Alpha, das heißt, da wird sowieso noch viel rumgeschraubt und alles, was ich jetzt gesagt habe, sind dementsprechend auch nur Befürchtungen, also das muss auch alles nicht so eintreten. Und alles zusammengenommen überwiegt auch für mich definitiv das Positive. Massiv. Das will ich zum Schluss auch nochmal gesagt haben. Also ich schaue definitiv auch nicht jetzt unter einem schlechten Gefühl auf Battlefield 2042. Ein schlechtes Gefühl habe ich auch definitiv nicht, wenn es um diesen Kanal geht. Ich weiß, geile Überleitung. Dementsprechend lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein!